Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde, Entschuldigung, ich habe vergessen auf Push-to-Talk zu drücken. Genau, Push-to-Talk und wir haben ein Sklavenrad endlich und warum ist das so groß? Wollten wir es nicht unten hinstellen? Wollten wir es hier unten hinstellen? Mir egal. Die Mitarbeiter sollten ja auch eine gute Aussicht haben, oder? Okay. Das motiviert bei der Arbeit, aber irgendwie... Okay. In Zweifel, da geht's doch. Dann stellen wir es hier hin, ne? Auf dass die Mitarbeiter motiviert sind. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Aber noch Schleim und so ein Kram? Stimmt. Also hier sind auch noch 150 drin. Ach Mist, hier, die brauchen ja das Essen. Aus dem leibeigenen Topf essen sie ja. Richtig. Aber da können wir ja auch was anderes reinpacken außer Schleimsuppe, oder? Keine Ahnung. Was essen die noch so? Ich schätze mal Fleisch. Also hier ist noch ganz viel Samen. Wir brauchen nur noch, du weißt schon was. Pflanzenfasern? Ja, Pflanzenfasern. Wie viele Sklaven passen hier wo rein? Wollen wir auf Sklavenjagd gehen? Pflanzenfasern kann man ja nebenbei so einsammeln. Ja. Wo wollen wir denn Sklaven jagen? Achso, nochmal zur Erläuterung. Wir waren auf dem Rückweg, waren wir ja gestern. Oh ja, das war noch sehr, sehr spannend. Genau. Hier liegt auch nochmal eine Leiche, komischerweise. Ich habe die doch gelootet, bin ich der Meinung. Ich bin hier runtergefallen. Es kam ein Sandsturm und ja... Man hat Schaden gekriegt, man hat die Hand vom Auge nicht mehr gesehen. Und hier ist eine Klippe und dann war ich auch verfolgt von irgendwelchen Drecksviechern. Und schwuppdiwupp auf einmal so... Heinrich tot. Heinrich runtergefallen. Und das war die letzte Position von Peter. Peter ist mir gefolgt. Und ihr habt in den Kommentaren ja geschrieben, die Person bleibt dann ja dastehen, wo ich das letzte Mal auf Bewachen geklickt habe. Und ich denke mal, das wird ja über dem Fluss gewesen sein oder so. Also irgendwo in diesem Bereich ist Peter. Jetzt stellt sich die Frage, wollen wir eine Rettungsaktion starten und Peter suchen oder wollen wir jagen? Wir können ja eine Rettungsaktion starten, Peter holen. Peter kriegt eine Keule und hier sind ja auch ein paar Lager zwischendurch, wo wir gucken können, dass wir da neue Mitarbeiter... Wird hier mein Fragezeichen angezeigt oder mein Todespunkt? Nö. Es ist eigentlich ziemlich mittig von... Was haben wir da? F5. Und hier sind auch mehrere Kluft der Verwüsterer. Die Knochenecke. Der verfluchte Weg. Ja, wir müssen einfach nur an unserem Fluss geradeaus vorbei. Dann irgendwie links. Also eigentlich den typischen Weg, den wir zum Eisen nehmen und dann so ein bisschen links. Genau, da bin ich irgendwo gestorben. Okay, dann nehme ich doch mal eine Holzkeule mit. Ja, die habe ich auch dabei. Achso, dann kannst du die dann ja Peter geben. Nee, achso, ich meine die Keule zum neuen Mitarbeiter fangen. Ja, aber wenn wir Peter eine Keule geben, dann kann der ja auch knüppeln. Achso, meinst du das? Der Peter, der Knüppelerer. Kann knüppeln. Ja. Warum soll Peter denn nicht mit knüppeln? Weil Peter doof ist. Keine Ahnung. Ja, okay, Peter ist wirklich nicht der Hellste, aber... Es ist Peter. Peter. Geh nochmal ganz kurz schon mal raus, Richtung Wasser. Oh, jetzt steht's drüber. Ich habe nämlich rausgefunden, dass man die Hyänen und so doch benennt. Also zumindest Tiere kann man benennen. Und das ist jetzt hier unsere Shenzi. Aber warum... Ah, hier ist Robert. Robert? Ja. Mir fiel nichts anderes ein. Er heißt Robert. Und hier unten haben wir noch Banzer. Müssen wir dann die anderen auch noch benennen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine dritte Hyäne, die wir dann Ed nennen. Den Elefanten möchte ich Colonel Hattie nennen. Das Krokodil, keine Ahnung. Wer hat das Krokodil, das Peter Pan, einen Namen? Schnappi. Bonk. Oh ja, Schnappi, das kleine Krokodil. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Namensvorschläge für unsere Tiere geben.
Aber wir haben jetzt schon fast alle Tiere benannt. Ja, wir werden ja bestimmt noch ein paar mehr holen. Ja, wir machen ja einen ganzen Zoo. Ja. Katze, das sind Schokobällchen und keine Spielsachen. Jetzt probiere ich meinen Katana aus. Mach mal. Ich bin noch nicht überzeugt. Aua. Ach ja, mir fällt das wieder ein. Es gibt doch, glaube ich, eine Sichel, ne? Ich sag's immer wieder, aber ich hab's noch nicht gebaut. Verdammt. Ich muss... Also, Katana ist echt nicht geil, wenn ich das mal so sagen darf. Nö. Ich hol mir mein anderes Schwert wieder. Katana ist doof. Hä? Ich denke, ist geil. Nee, ist nicht so geil. Ach so, ich hab verstanden, ist geil. Nee, ich bin kein Zweihandmensch. Also ich bin sehr zufrieden mit meinen Zweihandwaffen. Ach, du bist jetzt zurückgelaufen, ja? Ja, ich war ja eigentlich noch zu Hause. Ach so, dann sammle ich hier so ein bisschen Pflanzenfasern. Sichel habe ich gelernt, aber muss ich noch machen. Ist nämlich Dingsbums. Bumsdings? Mit Stahl. Mit Stahl. Mit Stahl, genau. Normale Eisensichel habe ich noch nicht gefunden. Und für den Stahl müssten wir nochmal zu der Höhle bei B4, B5. Weil es da ja wohl recht viel schwebt. So. Weiß nicht, wo du bist. Ja, ich, bin so auf unser alter Eisenweg quasi, oder unser neuen Eisenweg. Und ich nehme hier die Sträucher auseinander. Okay. Also das muss ich sagen, fand ich bei Seven Days sehr angenehm, dass man sich gegenseitig so auf der Karte so ein bisschen gesehen hat. Siehst du ja auch, du musst nur extra draufklicken, du hast ja keine... Ja, aber wir haben hier halt nicht so einen schönen Kompass. So, ich bin übrigens da. Hurra! I see you. Ich habe auch noch ein bisschen Pflanzenfasern gesammelt. Boah, das kann man immer so nebenbei machen. Lasst uns Peter retten! Mal wieder. Ja. Alter, sein Sturm war echt heftig. Der war ziemlich fies, ja. Oh, ich weiß nicht, wo du Peter verloren hast. Deswegen muss ich dir folgen. Ich bin da oben irgendwo runtergekracht. Wollen wir gleich hochklettern oder hochgehen oder... Du weißt eher, wo du wen verloren hast. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wegen den Steinasen. Da oben waren auch Steinasen. Jo. Oh, eine. Hast du die gebaut? Ah, nee. Wir haben die gebaut, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Nö, ich habe die alleine gebaut. Ah. Ging ja ruckzuck. Wann war denn das? Hä? Als wir mal offscreen Ressourcen gesammelt haben. Ah, okay. Ich bin. Bin ich jetzt hier irgendwo verreckt? Ist ja krass. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin wo hier. Bist du lang gelaufen? Ich bin hier das irgendwo. Ist, das ist ganz schön tief. Ja, ja, da bin ich auch gestorben, genau. So, irgendwo da ist auch noch. Sollte mal eine Leiche sein. Aber die habe ich ja gelootet eigentlich.
So, das heißt, wo ist denn Peter? Wir sind ja dann von, müssen mal hoch und dann Richtung Fluss, würde ich sagen. Okay. Da irgendwo muss er ja rumstecken. Rumstehen. Im Zweifelsfall da, wo war die auf Großfeld ja. So, kommt raus. Hä? Wo ist das ganze Eisen hin? Nein! Weil ich hier gebaut habe, kommt hier kein Eisen mehr. Oh, das ist so voll fuck. Dann reiße ich das wieder ab. Aber die Steinhasen kommen ja auch nicht mehr. Keine Zeit für dich. Nee, ich muss das da wieder abreißen. Das ist ja doof. Ups. Kletter da hoch, hoch. Also ich sehe hier keinen Peter. Ich auch nicht. Wie bin ich denn gelaufen? Ja, hier so links runter. Kein Wunder, wenn ich hier durchlaufe, dass ich hier von irgendwelchen Viechern verfolgt wurde. Boah. Ich hab Durst. Aua. Ups. Peter! 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 Uhu! Okay, hier versteckt sich Peter auch nicht. Ich habe die Vermutung, dass er bei der Savanne ist. Okay, das war zu tief. Ich stehe hier. Ich überlege, wie ich jetzt den gegangen bin das letzte Mal. Hallo? Hier bin ich. Da bist du. Da sind sie rechts runter, ne? Ja, ich glaube da dieser schräge Aufgang. Doch, der schräge Aufgang. Nee, wir müssen. Nee, weiter rechts müssen. Wir müssen den Fluss noch weiter nach rechts holen. Sag ich doch weiter rechts. Ah, ich brauche Wasser. Ja, da hinter dir ist ein Kroko. Ja, nur einer? Bin beleidigt. Nee, zwei. Weißt du was? Vor mir ist auch, sind auch zwei. Nee, sogar drei. Hey, Kroko-Party!
Yippie, Schweinebacke! Oh, ein Reisefortschritt abgeschlossen. Einen Feind bluten lassen. Cool. Noch mehr Krokus. Vermehren die sich hier? Okay, geht's nicht weiter. Hui! Ja, ich bin jetzt im Fluss lang gelaufen. Ach, weiter. Okay. Ich ziehe alle Krokodile magisch an. Ich habe gerade 3 erledigt. Also wenn man mit dem Speer mit Rechtsklick Hier sind ja noch 4 Stück. Ist das hier ein Krokoland? Nee, keine Lust, geht nach Hause. Ich suche Peter. Habt ihr Peter gesehen? Der hat eine lustige Maske auf. Da bist du. Jetzt habe ich die Schnauze voll vom Krokus. Mathilde to the rescue! Genau, nimm sie von hinten. Braucht gerade Ausdauer. Ey! Sag Gesicht. So. Genau, ich mal. Mit Rechtsklick kannst du die bluten lassen, das wollte ich dir sagen. Ach so. Dann machst du so eine Stoßattacke halt, ne? Ja. Ich guck schon immer so, aber ich sehe keinen Peter. Ich vermute, dass der bei der Savanne ist. Auf jeden Fall hier an der schwarzen Hand vorbeigekommen. Echt? Ja. Da hoch. Sind da erstmal ganz viele Hyänen wieder. Hm. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Krokus. Geh weg. Es kommen gleich noch genügend Hyänen. Jetzt mal was anderes. Oh, da ist doch eine Mini-Hyäne. Ah, mitnehmen! Itch. Hab ich. Sehr gut. Und hier sind auch irgendwelche Menschen noch. So, also da vorne ist meine Bettrolle. Deswegen könnte es sein, dass da irgendwo Peter ist. Hinter dir. Wenn ich jetzt nicht überladen wäre, würde ich dir häuten. Oh. Ich liebe diese Hau-drauf-Attacke. So eine starke Attacke ist das, aber die geht auch sehr häufig vorbei. Aber die zieht gerade bei den Hyänen richtig viel ab. Peter! Peter! Peter, wo bist du? Komm raus! Kommt bestimmt nicht raus, weil du deinen Namen falsch aussprichst. Also nicht Peter, das ist Pedda. Achso, Pedda! Oh. Wo war man zum Schluss? Auf dem Königsfelsen, oder? Pedda. Da sind auf jeden Fall irgendwelche Menschen. Neue Mitarbeiter, aber kein Pedder. Ja. Hm, da sind unsere Bettstatten. Die ich gleich wieder aktiviere. Hm. Hm. Aber kein Pedder. Er wird hier irgendwo noch in der Savanne sein. Frag mich nicht wo.
Er wird uns schon irgendwann wieder über den Weg laufen, glaube ich. Vielleicht will er auch nie mehr zu uns gehören. Meinst du, er ist traurig? Bestimmt. Warum? Weil du ihn ja beleidigt hast. Ich habe ihn gar nicht beleidigt. Du hattest ihn das letzte Mal dabei. Du hast Peter im Stich gelassen, im Sandsturm. Ich habe Peter auch erstmal gefunden, ja? Den du liegen lassen Weil hast. Weil du verstorben bist, hast du ihn gefunden. Das war so geplant. So, soll ich mal da wen anlocken? Ja, lock mal wen an hier, verdammt. Gucken wir erstmal, was das für einer ist. Vielleicht können wir den brauchen. Ja, warte mal, ich muss mal Knüppel auswählen. Ah, nee, Kämpfer 1. Alter, tritt mich nicht! Ich bin's der Heinrich, der wird nicht getreten. Ich muss mal wieder ein bisschen segnen. Mein Herz. Menno. Kannst du Milder nehmen. Oh, Eisen. Ja, das war, das war nichts. Nee. Katze, ich habe keine Zeit. Rechts ist einer. Was bist du für einer? Kämpfer 2. Ach komm, töte mich. Hey! Oh, den darfst du segnen. Der hat auch tolle Sachen dabei. Feenstiefel. Wenn ich nicht so beladen wäre. Im Zweifelsfall musst du die Hähne freigeben. Oh, ah, da ist auf jeden Fall ein Träger und ein Tänzer. Träger und Tänzer. Ey, können wir beides gebrauchen. Nehmen erstmal den Träger. Der scheint zumindest ein Träger zu sein. Oh, es kommen Knüppel raus. Ach nee, ist ein Koch. Stufe 1. Kannst du töten. Bin dabei. Oh, geht doch mal auseinander. Ich blute. Wegen dieses beschissenen Kochs. York will have your soul. Nimm das, du Träger. Trage das. Ja, das ist deiner. Ich hab den nicht getroffen. Träger, Aua. So, hier sind noch irgendeine Hose und blaue Essenz. Oh, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ein Kämpfer 2. Hey, kannst du segnen. Die haben echt gute Sachen dabei. Also ein bisschen mehr als normalerweise den ganzen Schrott. Oh, ich muss mich ein bisschen regenerieren. Mhm. Da hinten links, da hockt einer. Der ist bestimmt... Der ist bestimmt ganz fies. Der ist bestimmt ganz cooler. Hier, der da am Feuer, weißt du? Der da? Ja. Der hat auf jeden Fall einen coolen Kopfschmuck. Feuer. Ich hab ihn schon angeschossen. Ach so. Hier kommt einer um die Ecke. Bei mir nicht. Coole. Kämpfer. Ich meinte einen anderen. Alter! Der ist mir ins Messer gerannt. Den da vorne meinst du? Okay. Hey!
Dann gehe ich. Ich rede mit dir. Ein Bogenschützer. Ich finde, den Hahn, der sieht cool aus. Ich klopp den. Okay. Der sieht cool aus. Ab in die Fresse! Ich bin nicht aggressiv. Nein! Scheiße. Juhu! Oh, den nehme ich. So, jetzt muss ich noch den anderen finden. Koch tot. Träger, bewusst. Juhu! Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Heimweg. Jupp. Musstest du hier von deinen Typen fast ausziehen? Der hat ja nichts an. Der ist so nackt. Aber einen Träger finde ich cool. Die gab's früher nicht. Als wir gespielt haben vor Jahren. Weil wir zu Hause sind, müssen wir unsere Betten wieder aktualisieren. Oh ja. Ich bin mal gespannt, wie viele da in dieses Rad passen. Und der andere Mitarbeiter müsste ja auch fast fertig sein. Der Koch, dann genau. Dann kriegen wir einen im alten Rad rein und vielleicht ein, zwei im neuen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir das neue Rad so voll wie möglich machen, um zu gucken, was da so die maximale Kapazität ist. Genau. Geht's denn hier runter? Ja, aber Peter haben wir nicht gefunden, aber ich denke mal, wenn wir nochmal so einen Trip in die Savanne machen wegen dicker Haut und Co. Was denn? Das sieht man so lustig aus, wie die hinter einem herschleifen, teilweise, wenn die so runterrollen. Oh, ich habe keine Lust auf Kroko. Ja, lass uns da vorbeilaufen. Und nicht ertrinken. Geronimo! Bleib weg. Böser Kroko. Wüstenbären sind auch gut, damit können wir nämlich Festmale herstellen. Ich hab keinen Platz. Ein bisschen Platz habe ich noch. Du hast ja auch noch so eine Babyhyäne mit drin. Ja. Haben wir ja gerade Platz wieder, oder? Ja. Und die Hyäne war wirklich gut. Also besser als Peter. Ja, die Hyäne hat's voll rausgehauen. Und das Gute ist, man kann es ja mit rohem Fleisch füttern. Das kriegen wir ja dadurch, indem wir Tiere töten. Musst du nur einen Schluck trinken! Da hoch? Ja. Vielleicht sollten wir irgendwie mal Fackeln oder irgendwie sowas hier für eine Wegmarkierung aufstellen. Oh, das oder Fahnen. Ich kann ja Fahnen herstellen. Genau, das ist nämlich auch der Weg, den ich genommen habe, als uns der Sandsturm überrascht hat. Ich hatte noch im Kopf und habe ab und zu mal geguckt auf der Karte, dass ich eigentlich ziemlich geradeaus rennen muss. Ja, war schade irgendwie, dass das nicht mehr in die Folge geschafft hat, weil der Sandsturm war echt spannend nochmal. Ja, aber wie gesagt, eigentlich könnten wir jetzt auch schon wieder einen Break machen. Ich gucke gerade auf die Uhr, wie meine Aufnahme. Hinter die Hyäne! Nein! Nicht beim Gefangenen! Hau ab! Nein! Ja, also nein! Kommst du her?
Böser Sklave. Hey, Mr. Sklave. Komm her. Alter Bondage-Kumpel. Oh, da ist eine etwas mächtigere Hyäne. Scheiße. Ja, aber auch die müssen wir töten. Ja, oder ich? Ah, oh, die hat leuchtende Augen. Aua! Hey! Hilfe! Ich bin fast tot! Fuck! Ich brauche Ausdauer. Und ich brauche was zu trinken. Scheiße, zu spät. Sorry, ich musste fliehen. Ja, ich habe mich geopfert, damit du fliehen konntest. Toll, jetzt liegt da mein toller Bogenschütze. Vor allem, wir hatten ihn fast, ne? Du hättest nur kurz dich irgendwie heilen müssen und dann... Ja! So, und mal wieder gestorben. Wird ja langsam zum Hobby hier. Warum sehe ich hier meine Leiche nicht? Ach so, da hinten. Glaube ich richtig? Ja, sieht so aus. Ich warte auf jeden Fall hier. Muss erstmal hinkommen ohne Waffen. Das schaffst du. Sagen sie alle. Ich glaube an dich. Hi! Ich laufe direkt ans... Oh! Ich dachte, du hast jetzt Peter getroffen. Nee, Hyänen. Ach du Scheiße. Und tschüss! Festhalten! Gott, ey. Mein Herz. Ja, das war eine Hyäne. Ich musste genau lachen. So, jetzt bin ich ein bisschen runtergefallen und, muss irgendwie da hoch. Oh, da sind wir da hinten hochgegangen, ne? Ja. Ja. Folge dem Fluss nach Westen. Genau in die Richtung. Ich bewache unsere beiden Kumpels. Sollte jemand aufwachen, werde ich ihn niederknüpfen. Hey, sind da in so Rotzeleute vorbeigekommen? Manchmal sind die da, ja. Nee, keine Zeit für dich, mein Freund. Geh weg, geh weg. Du bleibst hier liegen. Jetzt kommen sie alle raus hier. Nur weil ich nackig bin, kommen sie alle raus. So. Nicht hier hoch? Im Zweifelsfall noch ein bisschen nach rechts laufen. Entschuldigung, ich habe schon wieder Push to Pop vergessen. Sieht aber gut aus. Ich nehme trotzdem noch mal ganz kurz die Zeit und nehme noch mal einen Hackebeil. Hackebeil? Ach, falsche. Brauche ich Zwirn. Verdammte Kacke. Ja, du musst dann gleich rechts rum. Genau. Rechts rum? Ich mach mal meinen Leuchtestab an. Dass du mich leichter siehst. Ich glaube, ich brauche einen neuen Rechner. Warum? Der... Ah, das könnte sein, ne? Mhm. Ich hab extra Leuchtestab an. Ah, Kaninchen! Ah. Feiges Kaninchen! Du rennst natürlich auch genau da lang, wo noch ein paar... Ich laufe da schon vorbei. Hinter mir direkt am Baum sind welche. Die will ich gerade umlaufen. Da habe ich mich keinen Bock drauf. Gut. Ist das was oder gucke ich gerade falsch?
Nee, es ist ein Stock. Ich dachte... Ah, hier. Also, unsere Jungs sind immer noch bewusstlos. Ich bin irgendwie, glaube ich, ganz woanders. Nee, du bist fast da. Muss, ich schaue in die falsche Richtung, glaube ich. Ich muss nur auf die andere Seite von diesem... Ich laufe hier mal unten lang. Beweg mich mal ein bisschen. Oh. Da sehe ich... irgendein Typ gegen eine Hyäne. Ja. Ja, ich sehe dich auch. Komm, komm hierher, komm hierher. Lass den Typ mit der Hyäne, der Typ mit der Hyäne. Da hinten liegt meine Leiche. Hast du die Hyäne noch gekillt? Natürlich. Fantastisch. Weil ich hätte keinen einzigen Treffer mehr haben dürfen, dann wäre ich auch tot gewesen. Deswegen bin ich abgehauen und habe mich hier auf den Felsen gestellt. Ja, ich hatte ja meinen Finger ja schon auf die 7 gedrückt zum Heilen, aber war leider zu spät. So. Achso, Waffen ausrüsten. Zum Knabbern. Meine Fettraupen brauche ich unbedingt. Was zum Leuchten brauche ich? Na toll. Lebt er wieder? Nein! Ach, das nur ein... Gut. Arschloch. Ach ne, ich brauche kein nix für Herzen. Ich brauche meinen... Genau. Ja, darfst du töten. Nee, ich habe jetzt hier schon... Bogenschütze aktiviert. Traubensaft aktiviert. So. Wir können. Okay. Nein, du kannst nicht die Fackel und den. Das ging aber. Nein, geht früher. Aber nicht mehr. Böse, böse. Hab ich nicht? Du musst den nochmal neu nehmen. Ja. So, jetzt habe ich ihn angebunden. Hinfort, weil du hast das Seil in der Hand, in der du auch die Fackel trägst. Ja, es sind halt Barbaren, die sind nicht so schlau. Mal die Hand wechseln. Bei den Affenspiel, was ich mal ein bisschen angezockt habe, da war das auch genauso. So ein Handwechsel mussten die auch erstmal lernen, die Affen. Aber man konnte es lernen. Das ist doch schon mal was. Ja, aber musstest du erstmal lernen, also erstmal machen. Und dann so, hey, ich kann einen Gegenstand in meine Hand wechseln. Aber es war lernbar. Ja. Trotzdem war das Spiel langweilig. Mich hat ein Spiel schon Ewigkeit nach 2 Stunden Spielspaß nicht mehr so angekotzt. Aber naja. Aber die Idee war toll mit den Affen, aber... Als Spiel nicht gut umgesetzt, finde ich. Es wird ja schon wieder hell. Ja, die Nacht ist hier nicht so lang. Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Ah, die Knüppel sind gut. Die Mitarbeiter haben echt einen tiefen Schlaf. Mhm. Oh nö, Kroko bleibt weg, ey. Ja, ja, da hat er gerade aufgehört. Und gleich wird er mich wiedersehen. Huhu, Kroko. Deine Mutter war ein Esel. So, und rein da, mein Freund. Jawohl, wie viel kriegen wir da rein? Ich habe keine Ahnung. Gibt es ein Infofeld? Warte mal, wenn ich es bauen kann. Theoretisch müssten 4 reinpassen, weil es sind ja 4 Dinger, die zum Drehen da sind. Oh, meine Lederpeitsche ist fast im Arsch. Oh, meine auch. Wie sieht's hier aus? Koch ist fertig. Oh! Warte, ich nehme ihn, ich nehme ihn, ich ja, nehme ihn. Ja, dann nimm du den. Der kommt gleich an den her. Da, mach du. Nimm du den Koch, ich bringe nochmal die Hyäne runter.
Oh nein, ich bin überlastet. Der Koch ist zu schwer. Ah. So, das braucht ihr nicht. Oh, das Kroko ist bald fertig. Cool. Schmied bräuchten wir auch noch ganz dringend. Wir bräuchten noch mal ganz dringend hier Wände. Man kann ja hier einfach reinlaufen. Ja, hast du recht, aber da wollte ich ja erstmal daran arbeite ich, das wollte ich ja mit Ziegelwänden machen und da waren andere Dinge einfach in der Priorität. Ja. Wie viel Eisenverstärkung haben wir noch? Dann kann ich vielleicht noch mein Tempelchen bauen. Was? 117 habe ich hier noch übrig. Oh, wie geil. Ich kann meinen Tempel bauen, ich kann meinen Tempel bauen. Endlich, dein Tempel. Alle hier. Dann mache ich das noch schnell. Das mache ich noch schnell, diese Folge. Ich mache ja so ein bisschen Brechschleim. Lagerfeuer an. So, endlich kann ich dich weiter aufstocken. Halleluja. Nein! Ah doch. Oh. Was fehlt denn nun? Nein, alles gut. So, Aufwertung auf Heiligtum. Herstellen. Krass, unsere Öfen sind aus. Wir brauchen wieder Stein und Eisen. Oh, das dauert, bis das fertig ist. Na gut. Müssen wir wohl mal wieder eine Eisentour machen. Ja. Und Schwefel. Ups. Ich weiß nicht warum, aber ich habe hier oben 82 Schwefel. No. Ich kann dir aber nicht sagen, wofür. Bringen Sie mal runter. Auf jeden Fall können wir aus dem Schwefel Stahlfeuer herstellen. Ah, ich brauchte sie bestimmt hier für die Seetkohlepfannen. Und wir waren das eine Mal in so einer Höhle und da habe ich ja gleich alles mitgenommen, mein Schwefel. Was ich so gekriegt habe. Hau ich mal mit in die Schmiede rein hier. Irgendwo, wo Platz ist. So, da können noch Steine rein. Dann stecke ich mir noch ein paar Insekten. Wieso sind die Arbeitsbienen im Herd? Die haben da nichts verloren. Du hast da Bienen hingepackt, dann habe ich da auch welche reingepackt. Nee, die Bienen werden extra gesammelt. Ey, du hast die geile, selbe Maske wie ich. Wo hast denn die her? Ihm die nicht irgendwann aufgesetzt? Ja, habe ich. Warum kann man den Namen nicht ändern? Jetzt vergesse ich, dass das Horst ist. Haben wir noch ein abtrünniges Auge? Ein abtrünniges Auge? Ich sehe gerade ein Rezept für Dolche. Abtrünnige Dolche. Naja. Oh, hier ist auch noch ganz viel Sklavenfutter drin.
glaube, wir sollten mal das ganze leckere Essen hier wegkochen. Wo konnten wir nochmal das menschliche Essen aufbewahren? Gab es da nicht auch irgendwie einen Trug? Oder? Das menschliche Essen also, im Futtertrug für die Tiere und das Zeug für die Tiere im Futtertrug für die Menschen irgendwie. Ich meine, unser Fleisch hat da auch jemand geschrieben, dass man das irgendwie aufbewahren kann. Ja, ich meine, das war in den verschiedenen Futtertrügen. Dann packe ich es da mal rein. Aber wir haben, glaube ich, immer noch keinen Futtertrug für die Tiere. Ja, da gucke ich gleich mal. Lass mich doch erstmal mein Fleisch irgendwo hinpacken. Nee. Doch. Wenn du dein Fleisch in den Futtertrug für die Tiere packen willst. Aber nein, wir haben doch hier so einen leibeigenen Topf. Vielleicht hört da die Zeit auch auf, weißt du? Ups, das ist was anderes. Sonst habe ich gerade keinen Trug. So, Trog. Da ich ja das Gatter gebaut habe, müsste ich doch eigentlich auch was für Futter bauen können, oder? Irgendwie nicht. Cool, es gibt eine Kühlkiste. So für Stahlfeuer. Teer. Wo zur Hölle kriegen wir Teer hin? Wo kriege ich das Futter her? Ich finde auf jeden Fall zur nächsten Folge raus, wie man Teer herstellt und es herkriegt. Das kann man bestimmt irgendwo her. Mich regt gerade auf, dass ich nicht weiß, wo diese, was du meinst, dieser Futtertrug für die Tiere ist. Den finde ich gerade nicht. Weil den würde ich doch noch mal gern schnell bauen wollen. Nicht, dass unsere netten Tiere hier verhungern. Aber ich glaube, das können wir nichts. Das können wir jetzt. Futterkrippe, hergestellt. Werkbank eines Zimmermanns. Das habe ich ja. Ah, Werkbank eines Zimmermanns. Gut, dann baue ich das auch nochmal und würde ich sagen, mach mal hier erstmal einen Cut. Die Folge geht schon ziemlich lang. Ja, ja. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Abo oder liked mir, folgt mir bei Twitter oder beim Dönermann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.